Jetzt schon 5 Minuten zu spät. Aber das ist die Normalität. Oh mein Gott, ich sollte Songs schreiben. Also Sachen sind gepackt. Wie man bei Bibi und Tina sagen würde. Let's fetz. Nee, ratzfatz. Ratzfatz. Reisegruppe Mann. Ich bin jetzt eine Fliege in die Nase geflogen. Das Ding-Festival. Let's go. Crew ist im Auto, die andere Crew ist noch auf der Autobahn. Aber bist du aufgeregt? Nein, gar nicht. Und worauf freust du dich am meisten heute? Auf all die Leute, die in dem Zelt stehen werden und auf die anderen KünstlerInnen, glaube ich. Und einfach auf eine gute Zeit bei viel zu viel Grad. Es ist, glaube ich, relativ heiß. 30 Grad im Schatten. Let's go! Da ist meine Box, das ist mein Stall. Eine heiße Gaul. Weihe uns ein in deine Gedanken. Ich habe Angst, dass irgendwer Artist ist und ich es nicht drauf oder so. Und nicht bei mir. Lustig, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich allergisch bin, weil wegen Pferde. Hier ist kein Spiegel, ich muss mich ohne Spiegel schminken. Ich garantiere also für nichts. Ich habe richtig Hunger, aber wir haben jetzt erst ein Interview. Das ist alles so semi optimal. Ich brauche Kontrolle über meine Zeit, die habe ich hier nicht. Ein Stunt zum Ende. Ui. Da sind die Rennpferde. Wo ist meine Box? Hallo. Und, was hast du? Hier, 2 passt rein. Wir machen einfach, dass Pascal das Interview für mich führt. Wenn ich rede, Pascal sitzt. Ja, bitte komm. Dürfen wir das ganz kurz verkabeln? Die erste Frage wäre, für welchen Snack würdest du töten? Töten würde ich gar nicht, aber gelten Kroketten als Snack? Jetzt gerade war das Interview, hat sehr viel Spaß gemacht, allerdings war es richtig, richtig doll warm in diesem Raum, also nochmal wärmer als hier. Und jetzt schmieche ich mich gerade nochmal, versuche mich ein bisschen mehr fertig zu machen und dann gibt's Essen und dann geht's auch schon bald los. Ja, eigentlich. Yeah. Ich soll nochmal meine Schuhe machen. 3, 2, 1! Wir lassen uns wegfahren durch den Regen. Musik viel zu laut, alle sollen uns sehen. Vergessen einen Moment lang unsere Probleme. Dein Kopf an meine Schulter gelehnt. Mit offenem Verdeck fahren wir durch den Regen. Ihr seid nur kurz im Rückspiegel zu sehen. Das wird der schönste Sommer unseres Lebens. Dein Kopf an meine Schulter gelehnt. Hallo Leute, ich habe mich schon umgezogen. Wir machen gerade noch ein paar Fotos, weil die Sonne so schön scheint. Es war sehr sweaty, war aber auch sehr laut und sehr, sehr schön. Ich habe mich ganz, ganz doll gefreut. Mannheim, das Ding-Festival, gerne wieder. Ich lieb's. Wir gucken uns jetzt noch ein paar andere Acts an und dann werden wir die Nacht zum Tag machen. Nicht. Beim Asphalt unter den Schuhen, während die Sonne langsam wegtaucht. Kein Solopal, es riecht nach Blumen. Du brennst dich ja, an meinem Netz. Können die nochmal einschlagen? Wir gehen mit der Kiez und durch das Entrazie. Ich bin kurz so verliebt, jede Mose. Okay, spring rein. Was krieg ich dafür? Ein Credit im Video, dass du reingesprungen bist. Ja komm, schmeiß dich mal so richtig geil einfach jetzt so richtig rein. Gib mir deine Tasche oder was du da hast? Ich hab 0 Wechselklamotten dabei.